Selbstständiges Arbeiten kann oder wird deine Gesundheit schädigen. Das ist ein Argument, was viele Menschen, möglicherweise auch dich, davon abhält, dich selbstständig zu machen. Die Tatsache ist, dass es genau andersrum sein kann. Das beweisen Studien und auch persönliche Beobachtungen, die ich dir in diesem Video mitteilen möchte. Und ganz zum Schluss bekommst du noch einen Code, mit dem du ganz speziell dich auf deine Selbstständigkeit so vorbereiten kannst, dass es deine Gesundheit fördert. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Gründer, Unternehmer und Berater, sondern war auch einige Jahre zuvor selbstständig tätig und auch in dieser Zeit als Student in Ausbildung unterwegs. Und gerade in der Studentenverbindung habe ich folgende Beobachtung gemacht. Ich habe nämlich zwei Gruppen kennengelernt. Auf der einen Seite die Angestellten, auch die Führungskräfte, die Verantwortung getragen haben in der Geschäftsführung oder auch in Vorstandsarbeiten. Und auf der anderen Seite waren Selbstständige, Unternehmer tätig. Das Besondere ist, dass ich damals als Vorsitzender in der Studentenverbindung häufig eingeladen worden ist, dem verstorbenen Mitgliedern unserer Studentenverbindung die letzte Ehre zu erweisen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Es waren eben nicht die Unternehmer, die ihre Berufung gefunden haben, die genau wussten, woran sie arbeiten, die sich selbst eine Vision gesetzt und Ziele gesteckt haben und zum Schluss gar nicht mehr so wirklich Lust hatten, aufzuhören mit dem, was sie gerne konnten. Das waren vielmehr die angestellten Führungskräfte, die in engen Repressalien, in Drucksituationen ihre Gesundheit missachtet haben und kurz nach ihrer Pensionierung, kurz nach ihrem Renteeintritt viel zu früh verstorben sind. Und genau das haben inzwischen auch schon Studien belegt, dass die Menschen tatsächlich etwas brauchen, um gesund zu sein, sowohl psychisch als auch physisch. Und zwar wurde in einem Heim, ein Pflegeheim, wo zwei Etagen besetzt waren mit Menschen, eine Studie durchgeführt. In der ersten Etage A war es so, dass die Bewohner dieser ersten Etage einen Auftrag, eine Aufgabe bekommen haben, nämlich eine Pflanze gemeinsam zu pflegen, zu gießen, sich selbst zu verwalten und ein Engagement selbst und eine Initiative selbst zu übernehmen. In der zweiten Etage wurde den Bewohnern etwas ganz anderes versprochen. Etwas versprochen, was sich viele Menschen wünschen. Nämlich ein Rundum-Sorglos-Paket. Die Bewohner in der zweiten Etage, also B, mussten sich um nichts kümmern. Alles wurde für sie erledigt. Sie hatten keinerlei Aufgabe. Da stand keine dumme Pflanze rum, die gegossen und geschnitten und gedüngt werden musste und mit neuer Erde versehen. Und nach einiger Zeit haben die Wissenschaftler, die hier diese Studie durchgeführt haben, eine interessante Feststellung gemacht. Bei der persönlichen Befragung, wie glücklich sie sind, wurden nun beide Bewohnergruppen gefragt. Die Bewohnergruppe B sagte, dass sie gar nicht so besonders glücklich sei. Irgendwie waren sie nicht wirklich gut drauf. Trotz der Tatsache, dass sich alle um sie gekümmert haben. Die Gruppe der ersten Etage, also hier Gruppe A, die waren tatsächlich wesentlich glücklicher, weil sie eine Aufgabe hatten, weil sie Verantwortung übernehmen konnten, weil sie sich im Team organisiert haben, weil die Beziehungen einen Sinn und Zweck hatten, sich selbst zu organisieren, weil es einen Grund gab, miteinander zu kommunizieren und die Zukunft und den Tag selbst zu gestalten. Weitere 6 Monate später wurden weitere Untersuchungen gemacht, aber nicht nur per Interview, sondern tatsächlich mit Blutabnahme und entsprechenden körperlichen, physiologischen Untersuchungen. Und weißt du, was diese Untersuchung ergeben hat, wer tatsächlich nicht nur mental vom Glücksgefinden her die gesündere Gruppe war? Tatsächlich war die Gruppe A sowohl psychologisch als auch physiologisch wesentlich besser drauf. Sie hatten wesentlich bessere Werte, ob sie Herz-Kreislauf-Werte waren oder andere Werte, die insgesamt gemessen worden sind. Was können wir daraus lernen? Was können wir nun daraus lernen für die Zukunft? Nämlich, dass der Mensch es liebt, aber auch es braucht, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, Teil einer Gemeinschaft zu sein und vor allen Dingen Aufgaben zu haben, die sinnvoll sind. Und genau das alles hatte die Gruppe B nicht. Bei der Gruppe B wurde jedem der Wunsch von der Lippe abgelesen. Allerdings hatte keiner einen Auftrag, eine Aufgabe und der Sinn des Lebens, die Zukunft, nun, die war ungewiss. Da gab es nichts, was zu gestalten gab. Es gab keine Beziehung, es gab keine Struktur im Alltag und damit war auch der psychosomatische Effekt insgesamt auf den Körper auch messbar durch eine schlechtere Gesundheit.
Und die Gruppe A, die freute sich nicht nur eines erhöhten Glücksgefühls, sondern tatsächlich auch besserer Gesundheit. Und das können wir tatsächlich daraus lernen, dass die Menschen, die eben nicht in einem Hamsterrad sind, die keine wirkliche Verantwortung tragen, die wenig Entscheidungsbefugnis in ihrer Nische, in irgendeiner Behörde, in einem Konzern, in irgendeiner Ecke haben, wo sich keiner wirklich um sie kümmert und dieses Gefühl haben, dass sie nicht wirklich einen Beitrag leisten, dass diese Menschen auch psychosomatisch schlechter drauf sind. Die meisten meiner ehemaligen Kollegen oder Freunde aus der Schulzeit, die sind im Angestelltenverhältnis, teilweise Management. Und ich habe nicht wenige, die schon wirklich erhebliche körperliche Schäden haben, bis hin zur künstlichen Beatmung mit Ende 40. Was kannst du nun daraus für dich als Konsequenz ziehen? Der Mensch ist darauf ausgelegt, nicht in der Ecke zu sitzen und sich bedienen zu lassen. Dann wird er in der Regel nicht glücklich. Er braucht, wie die Gruppe A, eine konkrete Aufgabe, eine Vision, Ziele. Er braucht es tatsächlich selbst gebraucht zu werden. Und das ist als Selbstständiger tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten, wo du lebenslänglich sicherstellen kannst, dass du dir eigene Ziele setzt, dass du immer eine Aufgabe hast, dass du gebraucht wirst und dass du das Gefühl hast, Entscheidungen zu treffen und mitgestalten zu können. Deshalb mein Appell auch an dich, dass du die Möglichkeit auch nutzt. Auch wenn du angestellt bleiben willst, kannst du einen Nebenerwerb aufbauen. Viele flüchten sich dann in Vereine und Vereinsarbeit und machen ehrenamtliche Tätigkeit, was ein bisschen auch ein Ersatz ist für die selbstständige Tätigkeit. Aber wenn du sagst, du möchtest den großen Sprung wagen, du möchtest tatsächlich dich selbstständig zu machen, dann hab keine Angst, dass eine Selbstständigkeit deiner Gesundheit schadet. Ganz im Gegenteil, wie die Studien beweisen. Sicherlich macht es aber auch Sinn, dass du deine Bedürfnisse kennst und dass du lernst, deinen Arbeitsplan, deinen Wochenplan so zu gestalten, dass du gesundheitlich mal wieder auftanken kannst, dass du am Ende der Woche tatsächlich fitter bist als am Anfang der Woche. Und die gute Nachricht ist, dafür gibt es tatsächlich inzwischen auch Tests. Ich beispielsweise habe über den Birkmann-Test, also www.birkmann.info, über mich herausfinden können, was meine Bedürfnisse sind, wie ich am besten meine Wochenplanung mache, wie ich darauf achte, dass die Woche insgesamt einen Ausgleich darstellt zwischen Anspannung und Entspannung. Diese Tests liefern dir also mehrere Seiten ein Anti-Stress-Handbuch und machen sichtbar, was deine persönlichen Bedürfnisse sind. Und zwar nicht nur die körperlich-physiologischen, sondern auch die psychologischen und sozialen. Zusammengefasst möchte ich dich also ermutigen, an dieser Stelle dich selbstständig zu machen und dabei die Gewissheit zu haben, dass du dann zur Gruppe A gehören wirst, dass du nämlich lebenslänglich oder so lange, wie du letztendlich willst, immer sinnvolle Aufgaben und Projekte dir neu als Ziel setzen kannst, dass du aber auch jederzeit entscheiden kannst, mal Pause zu machen, in Urlaub zu fahren. Klar, sicherlich ist es wichtig, dass dein Geschäftsmodell tragfähig ist, aber das wird es dann automatisch sein, wenn du echten sinnvollen Nutzen stiftest. Und wenn du bei dieser Nutzenstiftung, bei dieser Entwicklung deines Geschäftsmodells auch Hilfe brauchst, das zu berechnen, das abzubilden, die Anlaufphase zu finanzieren, die richtigen Teampartner zu finden, dann kannst du gerne jetzt Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Ebenfalls findest du jetzt eingeblendet einen Gutscheincode, einen Rabattcode für deinen persönlichen Birkmann-Test, wenn du das selbst auch über dich herausfinden willst, was du brauchst und wie du dein Leben stressfreier gestalten kannst. Du bist jetzt eingeladen, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du eingeblendet bzw. unterhalb des Videos. Vergiss aber auch nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen und wenn du willst, uns weiter zu empfehlen. Denn wir leben von deiner Weiterempfehlung. Ich wünsche nun viel Erfolg bei der positiven, konstruktiven und gesundheitsfördernden Gestaltung deiner Zukunft. Gerne auch mit einer Selbstständigkeit. Dein Daniel Schäfer.